Also, jetzt geht es darum, dass ich mir das Main-Frontend hier einlade über XBMC und habe da diverse Probleme. Also das zeigt ja alles schön an und will nochmal hier diese Plugin-Einstellung zeigen. Habe auch den Pfad zur MAME-Exe richtig eingegeben. Dann der Pfad der ROM-Spiele und der Musiken. Die Miniaturbilder habe ich auch richtig zugeordnet, wo die sind. Die sind dann halt eben unter Snap, weil das ja MAME alles selber sozusagen einstellt. Dann die Emulationseinstellungen kann man hier nochmal sehen. Vielleicht liegt es ja daran. Ja, Anzeigeneinstellungen ist alles auf Standard. Ich habe da nichts Großartiges gemacht. So, und wenn ich dann zur Wartung gehe und möchte die Datenbank neu machen, dann passiert erstmal gar nichts. Im Hintergrund dieses kurze Aufflackern. Er hat versucht, eine XML-Liste zu erstellen, ging aber wohl irgendwie nicht. Dann ist er von Schritt 1 gleich auf 3 rübergegangen und wollte die Datenbank aktualisieren. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, deswegen konnte man das nicht so schnell sehen. Also wenn wir jetzt, also hier passiert gar nichts. Ich kann nur durch Escape wieder zurückkommen. Und man sieht, hier wird nichts angezeigt, nur Ordner drüber. Und ja, da gehe ich jetzt nochmal auf die Plugin-Einstellung, gucke mal, ob sich hier was verändert hat. Hat es aber nicht. Mach nochmal. Eine Haben-Liste fehlt. Oder will das nochmal eben probieren. Das Lustige ist, da hinten hat es wieder kurz aufgeflackert. Also wie schon gesagt, im Hintergrund versucht er drei Schritte auszuführen, eine MAME-XML-Liste zu erstellen, eine Spieldatenbank, geht alles nicht. Das überbrückt er einfach oder überspringt er einfach. Und manchmal, aber auch nur manchmal, macht er einen Skriptfehler xbmame.py.